Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja, heute wieder mit einer Erkundungsfolge, aber ich muss noch zu den Schokoboss schauen und Diamantpickaxe haben wir gemacht. Okay, dann können wir eigentlich gleich los und dann erkunden. Wir gehen in den Westen und schauen uns dort ein bisschen um. Schauen, ob irgendwo Kometen runtergekommen sind, also Meteoriten runtergekommen sind. Und es wird wieder Abend. Nein, es ist Mittag. Okay. Also, hier wurde, ist alles gewachsen, das ist noch gut. Sollte einfach nicht zu weit weg sein, sonst wächst es nicht mehr. Okay. Ich brauche aber Güsel-Seeds. Jetzt habe ich einen Lowerly-Güsel. Ich brauche einen goldenen Gisal. Oh. Hab ich da wieder kaputt gemacht. Das geht mal gar nicht, Drago. So. Okay. Ding haben wir ja nicht. Hacke. Muss ich dann noch ein bisschen mehr anpflanzen. Und 4 Lowerly Güssel. Der ist schon groß geworden, okay. Dann den und den. Und der andere muss halt warten. Holz haben wir auch nicht, okay. Dann werden wir auch Holz fällen. So, das reicht, oder? Ja, nicht ganz. Ja, doch. Das reicht. Oh. Dann machen wir das. Ja, hier drüben. Nur eine Chest hin tun. Mit den Güsals. So. Und der Rest geht wieder zurück. Also wächst du schön da. Der Kleine da. Okay. Da haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir auf Wanderschaft wieder. Jetzt haben wir schon 2 Mangroven hier. 3. Okay, sind alle gewachsen wahrscheinlich. Die Bäume sind auch riesig geworden von den Hartholzteilen da. Darkwood, glaube ich. Ja, dann fäll ich mal so einen großen. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwo anders hinstellen. Oder brauchen wir die überhaupt noch, wenn es nur normale gibt? Normales Holz oder Dingholz. Ja, wenigstens gibt es Wurzeln. Also, was gibt es für Holz? Ja, Sprucewood gibt es. Okay. Dann brauchen wir die eigentlich gar nicht. Die können wir dann irgendwo setzen, wo es Platz hat oder wo. In der Nähe von einem Haus, das wir bauen. Wir werden ja noch viel bauen. Ich hoffe, das Projekt geht noch länger, weil es kann sein, dass manchmal eher eine Folge Mega Drake kommt mit dem neuen Server, was ich gemacht habe. Vanilla. Muss ich schauen. Ja, toll. Die machen überall Wurzeln rein. Frechheit. Ja, okay, die Wurzel da vor, außen, die links, die lasse ich mal dort unten. Jetzt haben wir noch einen Baum dort, okay. Ein Baum reicht. So. Ja, jetzt haben wir wieder hier so viele Sachen. So. Und jetzt, was könnten wir noch gebrauchen? Muss ich das hier rein tun? Könnten wir noch etwas gebrauchen? Ja, einen Ofen zum Fleischbraten, das wir sammeln. Und sonst
Ding haben wir ja. Wir brauchen einfach mehr Essen, oder? Müssen wir noch ein bisschen essen? Okay, Brot. So, da und da. Ja, dann gehen wir gleich los, wenn es dann Nacht wird. So, ist immer noch Tag. Mist, Mist. Muss kurz cheaten oder was? Ja, es ist nicht so viel Brot. Doch, es wird Nacht, oder? Muss nicht Tag wieder cheaten. Okay. Ich will auch nicht cheaten. Das ist böse. So böse. Ach komm schon. Wo ist die Sonne überhaupt? Die muss hier drüben sein. Ah, da ist sie. Schneller. Manchmal wird es zu schnell dunkel, manchmal wird es weniger schnell dunkel. Ich brauche noch mehr Brot. So, jetzt aber komm. Heute noch. So, wir müssen danach noch die Sättel machen, dann könnten wir eigentlich in der nächsten Erkundungsfolge mit dem Chocobo losgehen. Halt nur mit einem gelben, aber immerhin. Und dann eigentlich in jeder Folge eventuell, also in jeder Erkundungsfolge eventuell, dann mit dem nächsten Chocobo fortfahren, wenn wir überhaupt genug goldene Dinghy kriegen, aber das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ja, es wird einfach Fortschritt geben. Irgendwann können wir dann fliegen mit dem Chocobo. Also auch gut. Und dieser Berg sieht so schön aus. Ich will auch irgendwas bauen. Aber ist leider irgendwie ein bisschen im Ding, im Schnee, oder? So schade, wenn das die Biome so abgeschnitten aussehen. Sollte mal wieder ein Word-Generator, der richtig gut ist, rauskommen. Auch wenn es nur ein Mod ist. Ja, okay, da unten, also könnten wir schon etwas bauen. Da unten fängt der Schnee an. Immerhin. Also, hier haben wir eine Wüste. Ah, hier haben wir dieses Aloe Vera. Aloe Vera. Dann kann man das auch ab. Ah, man bekommt Wasser raus. Ich dachte, man kann es einfach so. Und das hier. Was ist das? Tumbleweed. Ist Tumbleweed nicht eine Droge? Tönt so irgendwie nach Gras. Nach vielem Gras. Nach ganz vielem Gras. Oh. Also, jetzt kommt hier ein Birkenwald. Den können wir überrennen. Nein, aber essen. Sollte nicht mehr zu viel rennen. So. Also, Birkenwald ist jetzt nicht nötig zu erkunden. Ist einer der langweiligsten Biome, weil einfach nur Bäume sind und nicht viel anderes. Ja, esse ich mal Steaks und renne wieder, sonst geht das zu lange. Die sehen noch schön aus, die nehme ich mit. Sonnenblumen. Aber nicht alle. So. Ja, vielleicht hier der noch einen. Den hier. So, und jetzt dann. Also,
Hier drüben haben wir normalen Wald. Wo sind eigentlich die BAMFS XL-Biome? Und wieso leckt es immer kurz? Hey du. Junkladen nicht richtig. So, hier hat es recht große Bäume. Ah, hier hat es wieder so eine Falle. Könnten wir mal den die Falle auslösen, also löschen. Dann können wir an die Truhe. So. Aber die Axt geht kaputt. Mist. So, genau. Muss von hinten kommen. Oh, komm schon. Ja, genau. So ist doch gut. Ja, Lederboots. Ach, komm. Flint Flower. So, jetzt gehen wir weiter. Ah, hier ist so ein roter. Wer ist denn die Red Mountains irgendwie so etwas? Und Wölfe hat sie auch, okay. Dann nehmen wir noch die Güsel hier mit. Aber können eigentlich die wieder wegwerfen, weil eigentlich wollte ich ja die für die goldenen nehmen. Die müssen wir nicht mitnehmen. Okay. Gehen wir außen herum und nehmen Night Blossom mit. Oder Blumen. So, also das ist so ein Plateauberg. Oben kann man einfach laufen, weil es flach ist. Nicht spitzig. Aber da oben ist meistens nichts. So, hier haben wir eine Ruine. Naja, müssen wir nicht rein. Hat es hier überhaupt Spawner? Ja. Also weg damit. Einfach weggehen. Ja. Gibt keine, oder? Nein, es kommen einfach keine raus. Oder die kommen. Die sind ja so, dass man sie noch abschlägt, also deshalb nicht kommen hier nichts raus von goldenen und Ding. Ah, hier haben wir ein Redwood Forest. Aber auch wieder nichts, was so richtig. Ach, und es leckt. Auch nicht, was so wichtig wäre oder so. Haben wir auch im Nordosten. Hier haben wir einen Fichtenwald, also Tiger. Nehmen wir die Molle noch mit. So. Also in dieser Richtung kommen eher grüne und orange Biome. Hier haben wir ein Haus, was wahrscheinlich, nein, kein Spawner drin ist. Sieht nicht so gut aus. Oh, Krokodil. Ich will ein schönes Biom haben. Aber hier könnten wir eine Stadt bauen, das wäre so groß.
dann auch nicht Wasser. Ja, in diese Richtung ist besser. So. Was ist das? Auch ein Pferd. Mann, die sehen so scheiße aus. Aber immerhin sind sie nicht mehr zu laut. Oder sind die anderen, die lauter sind? Ich habe gesehen, im Video war es gar nicht so laut, weil irgendwie YouTube ja die Sound-Sachen ein bisschen anpasst und weniger laut machen. River und das. Woodlands, okay. Und deshalb, ja, bei mir war es ungefähr 5-mal so laut. Circa, schätzungsweise. Ach, bitte nicht. Waldbrand. Ja, okay. Lassen wir es. Wir bleiben ja nicht lange hier. So. Da ist wieder ein Herbstwald. Ja, es leckt immer noch ab und zu. Weil es kein Optifine gibt, kann ich da auch nicht viel machen. Fast Craft gibt es da, glaube ich, gar noch nicht. In 1.53. Okay, hier kommt ein grünes, dunkelgrünes Biom. Ja, nicht dunkel, aber sättigend grün. Das ist ein Dschungel, okay. Dann mache ich hier beim Dschungel mal einen Waypoint. Jetzt müssen wir eigentlich Richtung Süden wieder zurückgehen, dass wir noch genug früh zurückkommen, bis der Part vorüber ist. Sonst müssen wir nämlich im Abbaupart dann auch noch zurücklaufen. Ja, dann mache ich das ungefähr hier an der Wüste, das Waypoint. Ungefähr hier. Dschungel, Wüste. So, habe ich das kombiniert. Ja, okay, dann gehen wir unten durch, wenn du runterfällst, Herr Spieler. Ja, es ist jetzt nicht mehr so sicher. Jetzt kommen die Monster. Lol. Der sieht gut aus. Der Berg. Beziehungsweise Plateau. Okay, Spinnenreiter abhauen. Ha, er hat mich nicht getroffen. So. Ein Creeper wären wir hier auch noch. Aua. Ja, verzaubern müssen wir dann auch noch. Also einen Zaubertisch machen in der nächsten Folge, wenn wir dann das Obsidian haben. Also hier ist überall dieses... Was ist das jetzt für ein Biom, wenn Schnee liegt, die gleichen Bäume sind? Snowy Rainforest. Die grunzenden Biber. Ah nein, das sind Wildschweine. Sehen aus wie Biber. Von hinten. Ach, geht weg. Vor allem du Spinne. Ach komm, jetzt renn doch. Ah, das ist so blöde. Okay, hier hätten wir ein Schiff. Das könnten wir eigentlich noch machen gerade. Ich glaube, es ist aber nur Essen drin oder so.
Das hat keine Leiter nach oben, da müssen wir hinten rein. Das habe ich früher immer so gemacht, indem ich hier stand und es geht nicht so gut jetzt. So. Nein, abgebrochen. Jetzt, so habe ich es immer gemacht. Gut, geschafft. Und jetzt. Oh, ein Heiler. Aua. Das macht doch weh. Also. Melone brauchen wir. Emerald brauchen wir nicht. Dafür das Iron. Den Kobalt. Das Zinn. Eigentlich der Flint noch. Was wegwerfen? Das Gelb, oder? Ja, wohl ja. Oder könnten wir. Ach komm, die Sticks. So. Jetzt weiß ich nicht, ob hier unten noch etwas ist. Aha, hier haben wir noch mehr. So, weg. Das Gold möchte ich aber auch noch. Schmeißen wir das Fleisch weg. Und tun wir hier so. Also dann war es das eigentlich alles, oder? Okay. So. Halt übers Meer schwimmen. Da ist eine Höhle mit Eis ringsum. Okay. Ah, jetzt haben wir gleich noch 23 Levels. Könnten wir eigentlich dann voll verzaubern gleich, wenn wir den Zaubertisch haben. Und sonst. Ja, weiß nicht. Müssen wir noch leveln? Also irgendwie müssen wir eine Monsterfalle dann recht gut hinbekommen. Weil die momentane Monsterfalle ist eigentlich nur bedingt zum Leveln geeignet, eher zum Items holen, aber auch sehr langsam. Genau, sterbe mal, sterbe und reinbacken. Ach, Mano. Wie viele Schiffe habt ihr, also Boote? Die dürfen cheaten. Das ist eine Frechheit. So, gedroppt habt ihr nur Scheiße irgendwie. Doch Feuer Essence. Boah, was ist denn das alles? Nicht sterben. So. Geh weg, du nervst. Was? Zombie? Ah, Geifer, oder? Übelkeit. Ja, hau ab. Okay, hier ist alles kaputt. Ein Sattel. Okay, Sand. Sunflower Seed. Ja, Ofen weg dafür. Beanstalk mitnehmen. Und. Sonst brauchen wir eigentlich nichts. Flower Seeds brauchen wir auch nicht. Das ist orange Wolle, okay. Also dann sind wir bald wieder zurück. Und können dann in der nächsten Folge
Obsidian-Hohen Bücherregale herstellen. Oh je, das wird schwer. Ich glaube, man kann Leder aus wie heißt es? Fleisch. Verrottetes Fleisch. Machen. Und sonst. Was könnten wir noch machen? In den nächsten einfach Diamanten suchen. Oh Gott, im Wasser kämpfen. Das ist. Ich wäre fast gestorben wegen diesem Skelett, weil es so mega Knockback macht. Oh je, das wird noch schlimm, wenn man in Dungeons gehen, wo überall Skelette sind. Ach komm. So. Also, dann sind wir gleich am Morgen zurück, dann spawnen da keine Monster und nicht in der Nacht. Hier hätten wir wieder so ein Moor. Ja, nicht viel jetzt gerade los. Weiß jetzt nicht gerade, was ich reden soll noch. Welcome home. Ja, noch ein bisschen geht es, weil wir sind jetzt eigentlich erst beim Redwood. Nicht Redwood. Ja, einfach diesem Biom. Red, Mountain oder so. Dann könnten wir eigentlich unten durch noch ein bisschen. Okay, damit die Folge nicht zu lange wird. Breche ich jetzt hier ab und mache das in der nächsten Folge weiter. Ich möchte aber noch das Ding Hexical Essence. Okay, wolle. Wir werden die Dinge sowieso holen. Die Schafe irgendwo. Schafzucht machen. Dann brauchen wir nicht wolle. Also, dass ich jetzt unterbreche. Nicht abbreche, sondern unterbreche. Und dann in der nächsten Folge also zurückkehre und dort dann weitermache. Ja, geht nicht mehr lange. Mal kurz schauen. Wir müssen hier durch. Okay. Also dann seht ihr in der nächsten Folge noch kurz den Heimweg und dann Obsidian holen, Bücherregale machen. Zaubertisch machen und so weiter. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ja, schönen Tag noch. Tschüss.